habe ich nochmal richtig Dreck gefressen, aber... Ausgelaugt und ungesund. I need a break. Urs Kalitschinski braucht eine Pause. Was ist passiert? Ich denke auf jeden Fall, es war zu viel in der letzten Zeit. Zu viele Wettkämpfe, zu viel Prep. Er ist wahrscheinlich ausgelaugt. Und worum es genauestens geht in diesem Video, erfahren wir in dieser Reaction. Viel Spaß, Freunde. Was geht ab, Leute? Liebe Grüße hier vom Bären. Ich bin wieder back in Berlin. Und die Frühjahrssaison 2024 ist erstmal vorbei. Ich bin jetzt schon ein paar Tage zu Hause und mir ist viel durch den Kopf gegangen in der Zeit. Und ja, dem möchte ich euch jetzt auf jeden Fall kundtun und euch mal mitteilen, was bei mir so abgeht. Es war auf jeden Fall eine mega lange Saison. Wisst ihr ja, wir hatten eine lange Vorbereitung, eine steinige Vorbereitung. Was man auch nicht vergessen darf, ja, er hatte quasi keine richtige Regeneration nach dem Olympia, ja, er hat den Olympia gemacht, danach noch zwei Shows waren es, glaube ich, doch zwei müssen es gewesen sein, dann hatten wir auch schon Ende, hatten wir Dezember, vielleicht hat er den Dezember sich regeneriert, ja, und ab Januar ging es dann halt wieder weiter in die Prep und das zerrt natürlich, ne. Und ja, ich habe trotzdem, wie ihr mich kennt, immer versucht Vollgas zu geben, immer das Positive zu sehen und ja, Bestform auf jeden Fall abzuliefern. Das ist mir, würde ich sagen, oder uns, dem Team und mir auf jeden Fall gelungen. Gerade in UK haben wir auf jeden Fall mein bestes Paket ever. Definitiv. Ich habe den ja jetzt mehrmals gesehen live auf der Olympiabühne. Texas Pro Show hat mir am besten gefallen von den Bildern her und so weiter, aber jede Beleuchtung ist anders, jeder Fotograf ist anders. Was ich aber live gesehen habe, vor allem bei den Finals jetzt auf den Arnold UK, das war der massivste Urs ever, den wir gesehen haben. Also ich hätte ihn auch, bis heute bleibe ich dabei, Platz 2 würde definitiv an Urs gehen, nicht an Brian Ensley. Auf die Bühne gestellt und mich freut es auch extrem zu hören, in den Comments zu lesen oder die Nachrichten von euch zu lesen, dass das Ganze mega bei euch angekommen ist. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich sag euch ehrlich, ich brauche auf jeden Fall nicht nur körperlich, sondern mental auch einen Break. Das heißt, ich habe beschlossen, jetzt auf jeden Fall, was Social Media angeht, ein bisschen kürzer zu treten, sprich keine YouTube-Videos, nicht mehr viel Instagram oder auch keine neuen TikToks in nächster Zeit rauszuhauen. Da hat er ja auch extrem performt, darf man auch nicht vergessen. Sowas zerrt extrem, vor allem wenn man in der Prep ist. Natürlich hat der Alicia an seiner Stelle, die ihm wirklich sehr, sehr viel hilft, die ihn unter die Arme greift. Aber alles immer preppen, vorbereiten, 100% zu geben, Cardio, Training, Essen, dann reist er sehr, sehr viel. Er trifft sich mit vielen anderen Fitness-YouTubern, Influencern, Bodybuildern, macht mit denen Content, nicht nur in Deutschland, sondern international, darf man nicht vergessen. Dann seine ganze Social-Media-Präsenz, sein Online-Shop, Wettkämpfe, das ist tatsächlich, kann sowas wirklich gefährlich sein auf Dauer. Für die Psyche, ne? Und darunter, wenn die Psyche leidet, leidet natürlich auch die sportliche Leistung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Urs irgendwie sportliche, schlechte Leistung abgeliefert hat in den letzten Jahren. Überhaupt nicht, ja. Er steigert sich quasi die ganze Zeit. Aber sowas kann gefährlich werden. Deswegen ist dieses I need a break Video, was wir uns hier gerade angucken, ich kann ihn vollkommen verstehen, dass der Junge einfach kurz vorm Durchdrehen, Durchbrennen ist. Dem brennt der Helm. Der braucht einfach eine kleine Auszeit. Deswegen, was er da bis jetzt gesagt hat, stimme ich ihm vollkommen zu, soll er machen, er soll sich eine Auszeit gönnen, soll mal in den Urlaub fliegen, ein, zwei Wochen gar nichts machen, vielleicht auch im Training zurückschrauben, ne? Und dann kann er wieder Vollgas angreifen. Ja, hat einfach folgenden Grund, weil ich gemerkt habe, ich bin jemand, ich gebe immer 100%, das wisst ihr ja, und die letzten Wochen und Monate habe ich immer 100% gegeben, was Bodybuilding angeht, was das Content produzieren angeht, was echt extrem viel Arbeit ist, habe mich selber extrem gestresst dadurch, unter Druck gesetzt und ja, viele, viele Leute. Und an dieser Stelle, Freunde, eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben immer noch das Athlete Stack reduziert um ganze 25% und weitere 20% auf Vitalstoffe bei ESN.com. Mit dem Rabattcode William sichert ihr euch den besten Deal. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Die mir nahestehen, gerade mein Umfeld, mein enges Umfeld, Alicia, meine Familie, meine Freunde, vernachlässigt. Mhm. Was ja auch irgendwo klar ist, wenn man so einen Extremsport macht. Aber ja, auch wenn ich Zeit mit denen verbracht habe, habe ich im Kopf schon an die nächste Einheit, an das nächste YouTube-Video, an das nächste Content-Produzieren gedacht und konnte die Zeit so wirklich nicht genießen. Ihr kennt es ja selbst manchmal. Der sieht auch sehr, sehr
ausgelaugt, natürlich, er kommt gerade aus der Prep, aber so ausgelaugt und ungesund aus. Einfach so, es war einfach zu viel die letzte Zeit, denke ich mal. Ja, zu viele Wettkämpfe, zu viel Prep, zu viel Content. Man merkt, man sieht es ihm förmlich an, dass es ihm nicht gut geht. Wenn man zu viel am Handy ist, und deswegen habe ich beschlossen, jetzt erstmal eine kleine Pause zu machen. Die wird gepaart sein, natürlich auch erstmal mit einer körperlichen Auszeit. Die Woche wird nicht trainiert. Ich komme gerade fresh aus der Sauna und gebe jetzt wirklich Acht auf Regeneration. Das ist was ich leider viel zu spät in meiner Karriere gelernt habe. Und jetzt heißt es erstmal einen Schritt zurück und dann zwei Schritte vorwärts. Denn eins ist klar, die haben auf jeden Fall einen Bären ziemlich, ziemlich hungrig gemacht, gerade in UK. Ja. Aber breakt er jetzt, macht er eine Pause übers ganze Jahr? Würde er bei Mr. Olympia teilnehmen oder macht er auch dort die Auszeit und macht dieses Jahr keine Prep mehr? Das würde mich interessieren, ob der darauf noch eingeht. Habe ich nochmal richtig Dreck gefressen, aber das Ganze wird auf jeden Fall ganz anders verlaufen zum Olympia. Okay, da hat er mir die Frage auch schon direkt beantwortet. Sehr gut. Also von dem her, der Rest wird dann auf jeden Fall Ende des Jahres besprochen. Aber jetzt heißt es erstmal ausruhen. Ihr wisst Bescheid. Ich möchte mich auf jeden Fall fett bei euch allen, also jeden einzelnen von euch da draußen bedanken, was ihr da an Support geleistet habt, wie ihr hinter mir stand, wirklich wie eine Bärenarmee, seit ihr hinter mir gestanden habt, alles verfolgt, kommentiert, Gas gegeben, und so macht es wirklich Spaß, das Ganze zu representen. Ihr wisst, ich habe Großes vor mit Bodybuilding Deutschland. Ich sehe da auf jeden Fall was eine krasse Vision ist, und ich kämpfe dafür, und deswegen freut es mich zu sehen, dass ihr da mit am Start seid, den Sport, diesen... Ja, die Urs-Community ist, denke ich mal, die größte Bodybuilding-Fitness-Community, die wir in Deutschland haben, also die einen Sportler-Influencer hat. Das ist einfach die Bären-Army, die Urs-Community, die steht ja voll und ganz hinter ihm, auch zu Recht. Nischensport, der mal war, würde ich fast schon sagen, so groß gemacht zu haben. Ja, vor allem, der hat das wirklich durch Urs, muss man an der Stelle sagen, ist das ganze Ding vor allem in Deutschland viel, viel populärer geworden. Viel mehr Leute interessieren sich für internationale Wettkämpfe. Das gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Nach der Urs-Ära, da wir wirklich einen haben, der beim Olympia vorne mitmischt, zwar nicht im Open, aber Classic, wobei ich finde, Classic ist gerade voll im Kommen, wenn ich schon über der Open, ja, man merkt es auch an den Aufrufzahlen, an den Athleten selbst. Ja, viel mehr Leute identifizieren sich mit einem Classic-Athlet, so 0815-Pumper, als mit einem Open-Guy, weil es einfach greifbarer ist. Deswegen, was Oster geleistet hat die letzten Jahre, ist schon der Wahnsinn. Er hat das Ding nach Deutschland gebracht, dass sich das viel krasser entwickelt. Deswegen, ja, ich sag auf jeden Fall vielen Dank. Wo wir uns auf jeden Fall wiedersehen werden, ist die FIBO. Da ist hoffentlich jeder von euch am Start und da werden wir den Laden richtig auseinandernehmen. Bis dahin aber, ja, werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen chillen. So sieht es nämlich aus, und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Bleibt euch selbst treu, bleibt stabil und bis dann, euer Bär. Ja, ganz kurz, auf der FIBO findet ihr mich übrigens auch. Ich bin alle 4 Tage am Start, weil ich jeden Tag Nachrichten bekomme, ob ich am Start bin. Urs ist auch vor Ort. Und nochmal zum Video, als kleines Endfazit hier zum Video. Ich finde, er macht alles richtig. Ich würde da, denke ich mal, genauso agieren, weil irgendwann bist du einfach ausgelaugt und das spiegelt sich dann auch auf deine sportliche Leistung wieder. Wenn dein Körper nicht mehr kann, dein Kopf nicht mehr kann, es zu viel einfach ist, dann macht das Ganze auch keinen Spaß. Vor allem, man darf nicht vergessen, auf Urs lastet ein immenser Druck. Er mischt vorne mit, er darf nicht verkacken. Ihr kennt die Fans in Deutschland oder Erfolgsfans. Sobald du einmal oben bist und einmal eine schlechtere Platzierung hast, wirst du direkt kaputt gemacht in den Kommentaren von den Internet-Rambos. Da lastet natürlich ein gewaltiger Druck auf einen. Man will ja auch abliefern, man will ja auch gewinnen. Man will die Nummer 1 sein. Und ich finde, Urs macht da alles richtig. Voller Fokus auf Mr. Olympia. Regenerieren, ausruhen. Und ja, haut auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr auch euch eine Auszeit gönnen? Findet ihr, Urs macht das richtig? Findet ihr, Urs sollte weiterhin Gas geben? Wobei ich denke, ihr denkt da alle gemeinsam, denken wir da alle gleich. Also Freunde, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Haut die Kommentare voll. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.